Mithilfe, sie koordiniert das und ist quasi Verbindungsglied zwischen uns und den Leuten, die da zuarbeiten. Wer da Interesse hat, irgendwas mitzugestalten, bitte an sie wenden. Termin steht noch nicht fest, wir brauchen jetzt mal eine Location, ganz langsam. Das soll auch richtig groß werden, dass dann wirklich wie Hambacher Fest wirklich tausende strömen mit Fahnen und so herbeiströmen. So, ne? Ja, so visualisieren wir das. Einmal oder? Richtig schön feiern. Das soll so Open Source. Ganz groß. Mit Musik, ja. Mit Ständen, mit Beiträgen, die dort laufen können. Gibt's wir noch nicht. Sommer. Wir suchen je nachdem, wie man Sommer definiert. Ja. Also wer da eine gute Idee hat, auch ruhig einfach mal sagen, ich habe da einen schönen Berg, den könnte ich vermieten oder irgend sowas. Genau, wir suchen Leute, die Privateigentum haben, wo man sowas gestalten kann zum Beispiel. Wir suchen Brauereien, mit denen wir zusammenarbeiten können, Leute, die da Essen anbieten wollen und all diese Dinge. Ja, was gibt's noch? Oh, ganz wichtig, bevor ich es nachher wieder vergesse, weil ich habe es gestern leider vergessen. Das, was ihr ausgearbeitet habt in den Gruppen, was jetzt auf den Flipchart steht, das ist eine ganz große Hilfe, wenn ihr uns das digital schicken könnt. Wenn das nur in einer Mail ist, dass wir es digital haben, weil dann können wir es einarbeiten in die Foren und auf die Webseite. Und letztes Mal hat es meine Tochter abgetippt, dafür auch einen großen Applaus. Wir möchten nochmal auf die Neuzeit hinweisen, die auch über uns immer berichten. Da gibt es hinten noch Hefte, also die sind uns auch sehr wohlgesonnen. Ja, die sind so wohlgesonnen, dass sie uns die letzten Hefte zur Verfügung stellen. Das heißt, jedes Heft, was jetzt von der Neuzeit verkauft wird, geht hier an den Verein Aufbruch Gold, Rot, Schwarz und unterstützt diese Aktion. Ja, ist gut, ne? Ganz vielen Dank dafür. Ja, sind wir ganz gespannt. Wer möchte anfangen? Ja, nicht so schüchtern, komm. Es reicht, wenn wir schüchtern und unsicher sind hier oben.